Hey, was geht? Kannst du mal ein Intro machen? Jetzt machen wir mal ein Q&A wieder. Ich beantworte eure Fragen. So, ich gehe auf meine Community Tab. Kann ich mal schneller gehen? Ja. Und 4 Fragen angegangen. Ist super. Alles super. Ah. 2 Stammgäste. 3 Stammgäste. Ja, 4. Ja, fangen wir mal an. Hi, von DJ Bibicho. Hi, 2 Fragen. Wie fandest du die Leistung der Deutschen gegen England? Und glaubst du, dass der KSC gegen Nürnberg eine Chance hat? Also erstmal die Frage, wie ich die Leistung der Deutschen gegen England fand. Naja. Abwehr haben wir noch ein paar Probleme, glaube ich. Und Werner sollte man besser zu Hause lassen. Ist aber gut gegangen durch Werner gegen McGregor. Wie auch immer. Er ist halbwegs ordentlich, aber viele Probleme noch. Aber ich sage euch, Japaner darf man nicht unterschätzen, weil die sind sehr stark. Ja, wir gehen jetzt noch hin. Ich glaube, die Bayern haben jetzt gerade eine Schwäche oder so. Ich glaube, bis nächsten Monat ist es eher erledigt dann. Und dann hat Deutschland eine gute Chance, weiterzukommen. Aber die Leistung ist gut und durchwachsen. Ja. So, glaubst du, dass der KSC gegen Nürnberg eine Chance hat? Ja. Auf jeden Fall. Auch wenn die ihre Form jetzt verloren haben nach dem Hamburg-Spiel. Ich glaube, die haben könnte es mit jedem aufnehmen, wenn die es ernst machen. Ja. Aber die stellen sich manchmal dämlich an, bis zum geht nicht mehr echt. Danke für deine Frage, DJ Baby Joe. Grüße gehen raus an dich. Jetzt der Real-Kritiker. Wann machst du das Fan-Treffen? Wie gesagt, wenn genug Vorschläge für Ort angetroffen sind. Im vorigen Community bin ich schon drin. Ich guck mal. Nur ein Kommentar war dort. Kindergarten auch bei Sabotage schwer kannst. Ich hebe mir irgendeinen Mord aus, den dann mache ich's. Ich kündige es auch von vorher an. Obwohl es angekündigt habe, habe ich gerade die 500 Abonnenten geknackt. Ich gehe jetzt langsam Richtung 1000 zu. Ich mache ich da. Oder? Ja, ich überlege es noch. Aber Grüße gehen raus an dich, ihr Kritiker. Cosmo. Noch ein Stammgast. Was ist dein Lieblingspizza-Belag? Pizza-Belag, Margarita geht eigentlich immer. Aber ich habe ein spezielles Trick genommen. Mit Blutwurst und Sriracha. Geil. Klingt seltsam, aber ist geil. So.
Nudelsorte. Welches ist meine Lieblingsnudelsorte? Mal überlegen. Ich weiß nicht, ob Montage eine Nudel ist. Aber dann würde ich Spätzle sagen. Ja, Spätzle. Ich meine, so Montage ist ein eigenes Ding. So, deine zweite Frage ist, was ist deine Lieblingsnudelsorte? Das hast du gerade gefragt. Drink. Was ist dein Lieblingsdrink? Alkoholisch, Softdrinks und Tees. Also da Alkoholsachen und Bier. Aber ich trinke nicht. Sehr selten einfach. Wenn überhaupt nur Bier. Ansonsten lasse ich. Softdrinks. Dr. Pepper schmeckt mir geil. Lieblingshonig ist. Mein Lieblingstee ist, wie heißt es? Mu-R oder Pu-R, keine Ahnung. Pu-R, ein Schwarztee aus China. Das ist nicht so geil. Also, ich danke mich schon mal für deine Frage, Cosmo. Grüße genauso dich. So, drei haben wir durch. 6 Minuten Aufnahme. Ordentlich. So. Jetzt kommt alles. Alice. Oder Alice, keine Ahnung. Du bist es. Oh, du siehst gut aus im Profilbild. Wo würdest du gerne mal hinreisen? Wo ich gerne mal hinreisen würde. Mal überlegen. Mal nach Svenberg, gut. Karibik vielleicht irgendwo. Wäre schon geil. So. Deine zweite Frage. Nutella mit oder ohne Butter? Nein, Butter lasse ich da weg, aber Butter allein. Wie sage ich es mal besser? Ja, Nutella ohne Butter. Ja. Ist doch seltsam irgendwie. Aber Butter ist besser als Margarine. Erst Milch und dann Müsli. Die Schüssel. Oder erst Müsli und dann Milch. Also ich esse eigentlich sehr selten Müsli, aber erst kommt das Müsli rein, dann ist es Milch. Ja, Cornflakes meinst du ja. Ich trinke ja Milchtee und so. Da kommt erst die Milch rein. Sonst wird es nicht richtig gleichmäßig irgendwie. Bist du links oder rechts hinter? Rechts hinter. Das ging aber schnell jetzt. Alles guckt gerade deinem Profilbild an. Wenn du es bist, siehst du gut aus. Grüße gehen raus an dich. Und das war's mit dem Q&A heute. Nächste Woche wieder eins. So. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss.